Moin. Was geht, Alter? Ich bin es, euer Lieblingsbrötchenhändler. Was? Was? Pokémon ist ein schönes Spiel. Deswegen spiele ich es heute wieder. Das einzige Pokémon-Spiel der Welt. Was? Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie, je öfter ich streame, desto schlechter werden die Intros. Moin, Niki, was geht? Plan für heute ist, wir gehen zur Safari-Zone, entwickeln Raphael und dann stürmen wir die siebte Arena mit Sude, was? Ach, das wird wieder Pain. Ich liebe Pain, by the way. Einfach gleich lang, Alter. Pausentrainer. Wieso hat er das überhaupt so weit da hinten gebaut, Alter? Wieso kann man diese Fahrradzone nicht da bauen, wo Leute sind? Wieso muss man die für den Ausland bauen? Rot ist schon länger, da stimme ich dir komplett zu. Rot ist absolut krank. Hey du, hör mir zu, da hinten gibt es einen sehr spannenden Ort, dieser Fahrradzone. Da musst du bloß 50.000 Kilometer hingehen und dabei brichst du dir die Beine, weil du von der Klippe fällst. Egal. Viel Erfolg. Bitte, lass mich. Dankeschön. So, gut. Schnell hier lang. Ah. Erstmal ins Wasser springen. I mean, irgendwie ist die Route cool, bin ich ehrlich, aber irgendwie ist sie auch halt einfach Pain. Instant tot. Let's go. Du denkst so, ja, du springst ins Wasser. Aber sprichst einfach auf so einen Stein. So. Let's go. Hallo Typ. Ich hab Gold, sie sind fett. Hoffentlich kriege ich es den Raphael gut zu leveln. Oh mein Gott, was ist er für ein Team? Wo kommt der denn her? Was? Wieso hat er zweimal das gleiche Pokémon? Hä? Okay, muss man nicht verstehen, muss man nicht verstehen. 25, okay. Die kann ich leveln. Einfach Siegfried. Alter, let's go, Mann. Alter, mein Team braucht echt mal gute Attacken. Aber Rasierblatt ist nicht schlecht. Ist aber nicht gut. Das ist so das größte Problem. Oh, ich. Gigasauger auf Niki. Wäre halt geil. Obwohl Niki nicht so einen geilen speziellen Angriff hat, könnte ich halt einfach wegstoren wie behindert zusammen mit Egesan. Es ist wirklich einfach Siegfried. Sowas. Das ist Siegfrieds Bruder. Wir nennen ihn Marcel. Und natürlich trifft mal wieder nicht. Let's go. Fucking Atombombe gefühlt immer. Es macht sogar erstaunlich viel Damage. Oh mein Gott. Schlamm. Genau so ist die Attacke. Das einzige, was ich über diese Route weiß. Fuck, ich weiß genau, wo ich lang muss. Ich kenne sie komplett auswendig. Egal. Ist dies lang. Das ist so das größte Problem. Da ist aber gar kein Ziel. Oh mein Gott. Hier habe ich schon hinter mir. Nice, Alter, nice. Level ist halt nicht besonders. Besonders nach der 5. und 6. Arena. Ist doch nicht so lang. Doch, läuft schon lang. Also nicht krank lang, also keine Ahnung. Dafür fehlt mir noch die ganze Team Rocket-Scheiße. Ja, habe ich ja alles schon gemacht. Das ist so weird. Das ist wirklich so weird. Aber die war ja immer eine. Das war ja wirklich auf ein Level angepasst. Deswegen habe ich es einfach gemacht.
keine Ahnung. Aber irgendwie ist es immer noch cool, dass man das machen kann, aber irgendwie denke ich mir auch so. Ja. Cool. Oh mein Gott. Jumanda wird vom Felsen erschlagen. Let's go. 187. Natürlich hat er wieder gute Attacke. Aber das Pokémon ist schlecht. Also mach es nicht wieder erwischt. Alter, was ein Legendenviech. Einfach starrer Lili. Irgendwie sind die Designs für die sechsten Orden Gürtel und Kanto nicht so spannend. Mach mir das Auge, Alter. Also. Ich als Kind habe sowas gezeichnet. Easy. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Viele Orden sind aber richtig hässlich. I mean, ich finde zwar so, besonders halt Unova-Orden sind hässlich, aber gut, dass ich hier bin. Bringt mir bloß nichts. Aber irgendwie haben die so einen Charme. Die haben das probiert irgendwie so halbwegs einheitlich zu machen. Aber hier denke ich mir einfach nur so, okay. Who cares? So literally. Hier war ein Item. Nee, war das oben. Hier war ein Item. Oh mein Gott, ein Dibunkel. Maschinengewehr, was? Komm ich da drauf? Und er hat Trockenheit. So gut. Wait, wo war's heute? Hier. Alter, ein Hyperball. Der wird mich retten irgendwann. Ich weiß es. Oh, einfach ein Simsala, Junge. Simsala tot. Also literally. Fang ich, weil es ist cool. Fang ich, wenn es kopflos überlebt. Alter, das Raffer ist low. Cool. Hier, nimm gleich den Hyperball. Eigentlich so eine Verschwendung, aber egal. What? Aussetzer. Okay, danke dafür, Raid. Ich hole Linus rein. Der will Stress machen. Da komme ich mit Para an. Konfusion, Alter. Die genannt Stahl-UFO. Einfach 50 verschiedene Attacken. So was? Du hast Konfusion, du hast Zielwelle, Alter. Ah, cool, du hast einfach leider paralysiert. Armee, so viel dazu. Let's go. Wie nennen wir ihn, ist die Frage. Ein Meter 50, Junge. Heiliger. So groß wie mein Kock. Was? Origella. Nee. Das ist Geller Uri. Ich hasse mich. Ich hasse mich so sehr. Ich hasse mich. Es ist aber so gut. Oh Gott.
Doppelkampf. Und gerade so, hab gerade so überlegt, so. Eigentlich ist jeder Kampf ein Doppelkampf. Ein normaler Doppelkampf. Du Nelo Duwe, Alter. Die haben meinen Level. Das ist auf einmal gut. Komm, ich hau beide einfach gleich weg. Oh nein, er schlägt tief. Aua. Oh, alter fucking Flinkklaue. Nicky wird auch gleich halb mit umgebracht. Raste doch einfach aus, Raphael, was? Raphael packt aus. Literally. Ein Surfer ist eine gute Attacke, aber ich kann sie nicht so einsetzen, weil sonst hau ich Niki damit immer in die Mülltonne. Ich brauche Schutzschild, wirklich jetzt. Ich mache dann mit Niki Schutzschild und dann mache ich mit Raphael Surfer. Und nächste Runde mache ich auf Raphael Schutzschild und mache dann mit Niki Erdbeben. Und das geht dann immer so weiter. Das hört sich mal nach einem guten Strat an, bin ich ehrlich. Trash Wife. Weil ich Trash. So. Mit lang habe ich auch nicht gemeint, dass viele Trainer sind, sondern einfach, dass ich. Physikalisch langes, Alter. Vierundzwanzig-7 am rechtfertigen, mein Leben bin ich. Was? Okay, krass, Raphael macht Surfer und wir nehmen Linus rein. Energie. Damit Linus aufs Maul bekommt, aber nicht Niki. Eissturm? Das ist ein Apollo, wieso kann das Ding Eissturm? Wait, hat Linus gerade einfach Surfer abgewehrt? Scheißsturm, let's go. Ich auf der Toilette, be like. Nee, doch nicht. Er hat leider doch nicht abgewehrt. Geil, Bauer, ein Stein! Boah! Oh shit, der packt aus, einfach Gengar. Ich bleib drinnen, I don't care. Aber ich heile Raphael. Hier, nimm ein Wasser. Ich stell mir immer noch das vor, da steht so Raphael, will gerade angreifen und ich schmeiß einfach Wasserflaschen gegen den Kopf. So was? Wieso hat der Spukball überhaupt? Wer hat mir das erlaubt? Die. Fuck, er lebt noch. Scheiße, er ist tot. Das UFO ist tot. Aber Raphael ist am wichtigsten gerade. Ah, Kiwi-Wasser. Gut, du machst Mord und ich heile dich einfach nochmal. Ableithieb auf Mogelbaum, das ist Kacke. Das macht aber nichts. Wieso kein Gengar Ableithieb? Eigentlich ist es ein guter Move. Ach scheiß Mogel ist tot. Sogar noch Crit, Mann. 1180 Erfahrungspunkte, Alter. Fisch. Oh, der Typ ruft an. Okay, was sagt er? Hallo, hier ist Clan, wie geht's dir? Es ist ein sehr weiter Fußmarsch bis zur Fallzone. Aber die Mühle lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt doch zu viele Pokémon. Karin. Ah, Graphics. Mein DS brennt wieder. Der ist zu fett übertaktet. Es war Speicher.
Wo ist mein Speedzeit? Wow, was ist das für ein Ding? Das habe ich noch nie gesehen. Oh mein Gott. Tschüss. Kenn ich nicht das Ding. Ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Das Ding ist echt irgendwie weird. I mean, irgendwie sieht es mir bekannt aus, aber irgendwie ist es ist echt weird. So, Alter, einfach Traumagieren. El Magico. Wow, er ist schneller. Und ich darf zurückschrecken. Und jetzt fängt er an zu hören. Der Same sagt mir was. Gut. Der Name sagt mir ein bisschen was, glaube ich. Ja, Pipachu oder so. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Hab ich irgendwann schon mal gehört. Vielleicht. So. Yay, wir sind bei der Safari-Zone. Kann man hier nicht auch Drogen kaufen? Wait. Hier gibt's, glaube ich. Oh, den muss ich mit dem Laden aufmachen. Okay, so viel dazu. Hier gibt's mittlere Bälle. Effektive Bälle. So. Pokémon Drinks, Alter. Wenn wir schon dabei sind, wie sprichst du China aus? Oh mein Gott, der verkauft Drogen. Heiliger. Aber die falschen Drogen. Was verkaufst du? Der verkauft nichts. Wieso hat der einen Stand, Digga? Er sagt ein Licht auf, Junge. Bin ich sehr gesprächig. Wieso hast du einen Stand, Mann? Was verkaufst du? Wo ist die Ware? Ich glaube, ich muss dir. Ich kann das nicht China aussprechen, weil zu viel. Warte, auf Englisch. China. Alter, wir gehen jetzt hier rein. Da ist der, da ist Kebab-Verkäufer. 187. Oder bist du endlich? Na, was sagst du? Wahnsinn, Unter. Wie du siehst, haben wir eine neue Safari eröffnet. Und jetzt? Jetzt habe ich einen Attentat auf dich vor. Willst du bei meinen Eignungstests für Safari-Besitzer mitmachen? Ja. Hallöle, Raphael. Sehr schön, du findest mir, Alter. Erkläre ich dir mal was beim Test genau ab. Keine Sorge, das könnte leicht. Alles, was du musst, ist bei der Safari einen Kleinstein zu fangen. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Nö, nicht wirklich. Das passiert ja eh nicht. Dann, ich glaube, ich kann den Test nicht machen. In China ist das Wahre. China? Chemie? Natürlich. Alter, du bekommst immer Huggies. Sicher Chemie. Das ist doch nicht KFC, das ist KFC, oder? Das hat geil zu tun, aber ich komme gerade drauf. So, mal gucken. Ob ich das machen kann. Ob ich einen Kleinstein finde. Digga, wenn ich jetzt die Safari-Zone nicht machen kann, weil ich kein Kleinstein finde, ich gehe krachen. Ich wusste, dass das kommt. Ach nee, doch nicht. Gut, es ist normal. Es ist normal.
What the fuck? Egal, mach Speed. Komm her. Yeah. China. Das ist B-Stein, was? Ich kann das gar nicht machen in diesem Game. Das ist. So wird's wahrhaftig ausgesprochen. Das ist Schischnatz. Fuck. Meine A-Taste geht nicht mehr. Achso, da war. Ich habe einmal nicht so. Hier haben wir die wahre Aussprache. Was? Ja, irgendwie bin ich nicht weiter interessiert an dieser Fahrzone. Man kann hier aber ein Gibbel fangen, ein, wie heißt das? Keine Ahnung, aber Navitar, das weiß ich, das kann man hier fangen. Das mache ich irgendwann. Wieso gehe ich überhaupt durchs Gras? Bin ich besoffen? Oh mein Gott, ein Knoks. So. Hauptsache kleine Steine gefangen, Rest ist schmutzig. Ein muss ich ja für Kacke machen. Du hast noch Safari Bälle übrig. Halt dein Maul, ich will aufhören, Digga. Ich habe 500 Euro bezahlt. Digga, die Bälle packe ich ein. Bist du deine Kosten kommen? Nein. Das ist komisch. Hier haben wir Dings. Hallo, bitte, dankeschön. Außer Betrieb. Halt dein Maul, Mann. Der Typ wollte den Kleinstein haben als Quest. Mein Gott, das ist Test bestanden. Der zweite Teil. Leider checke ich selbst noch mit einem Punk. Ich werde die Pokémon Bescheid sagen, wenn ich damit fertig bin. Geduld noch ein bisschen. Okay. Der erste Teil der Quest ist durch. Let's go. Pokémon bewegen. Gut. Let's go. So, das nächste Ziel ist gucken, ob heute die Drogendealerin da ist. Wir fliegen mit Moglerin nach Dukasia City. Los, Mogelbaum! Ey, alter, Mogelbaum kann aber echt gut fliegen, bin ich ehrlich. Wer bist du? Was machst du? Hallo, du bist Pokémon-Salon. Ich bin der Ältere. Mit deinem Pokémon nur ein noch schöneres Aussehen. Yeah, yeah, yeah. Wen mache ich heute schön? Mal gucken. Boah, Alter. Wir können. Lass mal Niki polieren, Alter. Alles hat, du wirst deinen Augen nicht trauen. Hier fertig. Niki sieht fröhlicher aus. Cool. Danke dafür. Du hast Niki für immer bereichert. Du hast seinen Baum gestutzt. Gut, nächstes Ziel ist. Die Arena. Lol. Mann, das ist so einfach, man keine Story mehr machen muss. Team läuft, habe ich ja geheilt. Gut, gehen wir hier rein. Ich habe gedacht, Safari-Zone dauert länger. Oh, ich speichere einmal hier. Speichern ist schön. Eigentlich will ich bloß Wasser trinken.
Ich wünsche, das wäre eine Lüge. Gegen den habe ich schon gekämpft. Gut. Schiefere Helga, let's go. Die sind Level 38, das wird Mord. Die ganzen Arenen sind Mord, also ja, das. Ja, ich kann Buchschlaubombe machen auf Razaf und du machst. Wait, nee, ich mach den Move. Ich wechsle mit Raphael auf Mogelrin. Und Niki macht einfach Erdbeben, bis alles tot ist. Mülltreffer? Razaf hat Mülltreffer. Okay, es geht um Mogelrin. Zum Glück ist Mogelrin draußen. Ich frag mich echt, wie. Und wieso? Wieso hat das Ding Mülltreffer? Nicht nur die Bärse, Mann. Jetzt kann Niki mal richtig ausrasten, Alter. Mogelrin ist tot. Nur das so. Gegenschuss und weh. Das ist 100 Step. Ja, geht aber noch. Komm, ich hol Sude rein. Ich will nicht mein ganzes Team sofort wegwecken. Ich mach bloß Ringdance und dann Adbeam weiter. Boah, es regnet. Technologie. Das Ding hat gute Attacken, Alter. Ehrlich. Steinhagel noch? Mülltreffer Steinhagel. Heiliger. Gut, das Ding ist weg. Das Ding auch bald. Gegenstoß geht hoffentlich auf Sude. Nein. Okay, let's go. Let's go. Ich glaube, ich fliege sogar nochmal nach Dukasa City. Ich kaufe mir jetzt Schutzschild. I don't care. Moglerin ist tot, aber Moglerin kann immer noch fliegen. Ab in das Einkaufszentrum. Let's go, let's go. Stockwerk 1 auf 7. Was kauft ihr? Ach, die normalen Sachen. Wie habe ich davon noch? 18 oder so, da reichen. Jetzt heißt die Moglerin. Müsch, Alter. Was kaufst du? Das gleiche, bloß anders. Ich kann nicht laufen. Kaufst du? X-Items, Alter. So ekelhaft kann auch nur ich sein. Bist du, nachdem ich suche? Ja. Da kann das Licht, garantierter Schutz in der Runde, in der die Attacke eingesetzt hat, könnte beim häufigen Einsatz versagen. Gut. Da brauche ich zwei. Was haben wir noch? Verwendet die Energie einer Bäre, nee. Eine zurückhaltende Attacke, die bei Fähigkeit des Pokémons findet, dass mindestens ein KP bleibt. Dem mindestens ein KP bleibt. Oh, ich kann nicht lesen. Andere Sachen, was habe ich hier? Er wird von einem mächtigen Donnerschlag, der Paralyse bewegen kann. Heimgesucht. Hier haben wir Donner. Solarstrahl. Feuersturm, das kaufe ich. Ich kaufe Blizzard. Jetzt hole ich mir noch Donner. Welche Attacke war das nochmal? Kampf, Fokusstoß. Guck mal, Fokusstoß. Schon mir auch noch Dings. Einfach kaufen, I don't care.
genug Geld. Hallo Pokémon Blizzard. Raphael kann Blizzard. Jetzt gab kein Weg. Es muss sein, es muss sein. Raphael kann alles. Donner. Ich habe auch Spukball mittlerweile. Let's go, Mann. Gute Attacken. Die treffen zwar nie, aber ist mir doch egal. Wenn sie treffen, machen sie wenigstens genug Damage. Die Donnerschock mit Donner ersetzt. Donnerschock kann ich mir nicht leisten, irgendwie. Also wirklich jetzt 14, das bringt gar nichts, Digga. Nein, es trifft zwar jetzt fast nie, aber es muss sein. Was. Selbst wenn ich zweimal hintereinander nicht treffe, mache ich immer noch gleich viel Damage. Spukball, kein Pokémon Spukball. Nein. Vollgeisch. Wieso kann Sude Feuersturm? Wieso kann Sude Blizzard? Wieso kann Sude Donner? Wieso kann Sude alles? Flammenrad, Feuersturm. Flammenrad ist nicht so geil. So. Ich habe noch Pokestoß. APG. Ah fuck, ich habe schon Feuersturm drauf, ist egal. APG sieht einfach aus wie ein Killer. Er ist ein Killer, Alter. Hast du den mal gesehen, Mann? Da kommt vorbei mit Messer und du bist tot für immer. Surfer geht auf. Achso, ich war gerade verwirrt. Hä, wieso können die alle Surfer? Surfer sind vor allem alle Pokémon, können alle vor allem attacken. Ich will damit jetzt. Es ist. Was machst du da draußen, Alter, auf Motorrad zu fahren? Ich schmeiß dir Wasserflasche an den Kopf, Alter, du liegst für immer. Achso, Schutzschild wollte ich noch machen. Schutzschild auf Raphael. Ja, Kopfnuss kann weg. Und Schutzschild auf Niki. Kopfnuss kann weg. Digga! Das wird so ekelhaft. Also, der Strat ist, wir packen Niki und Raphael gleichzeitig rein. Und wenn ein Gegner kommt, wow, wer hätte gedacht, im Kampf kommt ein Gegner. Ich mach dann auf Raphael oder auf Niki, je nachdem, Schutzschild. Und dann kann der andere Surfer oder Erdbeben machen, dann muss ich kein Damage kassieren. Ach, Raphael kommt da noch hin. Einfach Taktik hoch 10. Naja. Und irgendwann mache ich außerdem mit beiden Schutzschild. Oder greife mit beiden an. So, kurz mal healen. Mit Speed, Alter. Knast. Schnell hier reinlaufen. So, ja, hier Rätsel. Falsche Seite, ich bin stupid, ich bin blind. So. Okay. Beide sind vorne. Der Raphael entwickelt sich bald. Guck mal, ja. Nächstes Level 1600 EP. Gut, ich speichere nochmal. Mit Speed, weil, Rain. 8000, gut. Bye. Du bist ein Opfer meiner Tests. Snowboarder Rui. Ich mach einfach Surfer, Digga. I don't care. Bedroher, Alter, halt im Maul. Surfer. Ich mach Schutzschild. Energiefokus, oh mein Gott.
Das ist eigentlich so ekelhaft, Alter. Jetzt sperre ich mit beiden. Jo, Alter. Er trifft Blitze ab, let's go, Mann. Ist doch kein Stab, aber macht trotzdem ein bisschen Damage. Kehrtwende. Er ist raus. Tut aber auch weh. Ah, geht aber. Sumpex, let's go. Danke für den Switch, Digga. Danke für den Switch. Da freut sich Niki ja richtig. Capoeira geht und Sumpex hoffentlich auch. Oh, das ist sad. Und Oma wieder. Der Move, der war einfach Big Brain von den Gegner, Alter. Muss man nicht verstehen. Geldwende, Niki schützt dich. Oh, das ist so ein Pain eigentlich. Das ist so ekelhaft, Digga. So, Team Rakete versteckt, let's go. Nice, Alter, nice. Ich hoffe halt am Ende nicht. Okti, Okti, Alter. Oh mein Gott. Aber er kommt. Das hört sich falsch an. Quapo, ja, Quapo wurde dafür aufs Mauer gejutscht. Du machst was über. Er kommt! Quap, Quap. Lebensschelle auf Niki. Die Arena einfach Quap. Quap. Mach Schlammbombe, Alter. Okay, die Taktik funktioniert eigentlich echt gut, bin ich ehrlich. So clean bin ich noch nicht durch den Kampf durch. Boah, den kriegt man ja richtig Angst. Ja, ich spam auch Schutzschild, Digga. Doch, weil... Die Legende, Alter. Raphael ist 18 Jahre alt, er darf jetzt Bier trinken. Eigentlich ist es ab 16 in Deutschland, aber I don't care. Raphael wird groß und grob, Alter, ey. Es gibt's aufs Maul. Alter, Raphael prügelt sich gerne. Der hat Angriff minus. Wieso hast du Angriff minus? Digga. RPG macht ja irgendwie noch Sinn. Leider, das macht leider gar keinen Sinn. Wait, was? Das ist absoluter Pain eigentlich. Ich habe immer echt Pech mit den Dingern. Hi. Jo, er ist happy. Raphael ist so motiviert, das Go heute. Hol dir auf Maul, Mann. Bei Brain. Ich wollte gerade sagen, bin ich gerade obdachlos, aber das macht gar keinen Sinn. Das macht ja im Leben keinen Sinn. Was? Gib mir mal Münze, Alter. Ja, ich hab keine. Ich hab aber Milch. Ich hab Quenke Milch. Alter, zwei fette Boys. Das sind meine Boys.
Gib ihm Blizzard, Raphael, los geht's. Hokobai wird ihn zerknacksen, Alter. Lol, Palippalipp ist eingefroren. Wait, Niki? Kann Niki ihn killen? Nein, fette Voice, Palippalipp. Komm, bitte reich. Sogar Crit auf Palippalipp. Yes! Das war gut. Der war gut, Alter. Jetzt läuft, es läuft. Yugong, was kann Niki machen? Und ein Akani, Alter. Akani. Ich nehme erst Akani raus. Das ist der beste Stuart, den ich machen kann. Weil sonst bekommt Niki aufs Maul. Ich könnte auch Yugong rausnehmen. Die Sache ist, Leute können nicht angreifen, mit der alle Niki targeten. Würde Niki aufs Maul bekommen. Die sind beide schneller. Ja, das switche ich nochmal. RPG. Eissplitter predicted. Clap, clap, RPG bekommt Surfer in die Fresse. RPG kann das, er kann das, er ist groß. Ich wollte einfach nicht, dass Niki sofort stirbt von einer Akani oder so. Gut, du machst Schlammbombe, weil du nichts anderes kannst. Du machst literally Feuersturm. Brenn, du Ficker! Das macht nicht so viel. Egal. Okay, war auch nur normal effektiv, aber. So, da oben ist Starinleiter. Ich mach den Trainer noch. Das wird keiner gar nicht angehen. Gut, gut, gut. Oh, 38, Digga, wen willst du umbringen? Weiß mich aber, Alter. Ich mach Schutzschild auf Raphael. Oder? Ne, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich hau mit Raphael einfach zu. Blizzard will ich aber nicht. Mach Schlammbombe auf Machumai. Rasierblatt. Raphael trifft nicht, Digga. Die Big Boys, ja. Stimme ich zu. Gesichte? Der Turn ist so wasted. Wieso macht er das? Aua, wieso hat Larus eine Pflanzenattacke? Raphael macht Schutzschild und Niki greift an. Mach Erdbeben, Erdbeben macht wahrscheinlich mehr. Der kann damit, glaube ich, Geistattacken, Geist-Pokémon mit Normalattacken angreifen. War doch so. War das nicht so? Oder war das ein Irrglaube? Kraftreserve. Macht gar nichts. Zornklinge, aua. Ich google. Pokewiki Gesichte. Ich habe Geschichte geschrieben. Also. Scharfblick? Durch Einsatz dieser Attacke verlieren gegnerische Geist-Pokémon ihre Immunität gegen Normal- und Kampfattacken. Außerdem wird der Fluchtwert des angreifenden Pokémon normalisiert. Die Attacke besitzt keine Attackengenauigkeit und trifft immer. Ich war richtig, let's go.
Ah, yeah. Darauf kriegt Rafa erstmal eine Milch. Ganz tief reingedrückt. So. Okay, ja, rassiert einfach. Dax, ihr beide. Das reicht nicht. Das könnte reichen. Yes. Gift-Hieb? Aua. So. Er trifft endlich. Bombe Junge. So eine fette Bombe Junge. Nein, ich jetzt bin nicht weggerutscht. Halt dein Maul, Alter. So, erstmal hier hin. Hallo? So. Ich habe gerade an diese Situation gedacht. Ich habe mir gerade gedacht, wenn ich jetzt hier rausgehe mit Speed und so schnell die das Areal wechsle, könnte es sein, dass das Spiel nicht mehr geht und ich müsste vom letzten Save neu machen. Wenn ich das sehe, sollte ich sofort speichern, damit ich immer einen Save-Punkt habe. Das ist literally passiert und ich habe literally gespeichert. Ich weiß es noch von meinem allerersten LP, dass wenn man nicht irgendwie safe ist, dass es einen richtig ficken kann, weil du dann einfach den ganzen Safe State nicht mehr benutzen kannst. So. Ich habe literally dran gedacht, wenn ich jetzt hier rauslaufe und das passiert, dann muss ich speichern, einfach nur um sicher zu sein. Und es ist literally passiert. Literally. Digga, ich benutze Line, das halt einfach nicht. Weil er unterlevelt ist, aber so unterlevelt er mehr. Auch so. Aber jetzt ist eine gute Attacke. Man könnte ihn jetzt echt gut benutzen. Pokémon Menschen müssen vieles auf der harten Tour lernen. Deswegen hau ich dir jetzt aufs Maul. Der direkt Teil des Kitty. Genau das hat er gesagt. 5 Pokémon. 42. Marshmallow. Das bringt auch nichts. Das bringt nichts. Nice, Niki, nice. Könnte ich? Ich könnte. Soll ich predikten? Ich predikte. Schutzschild auf Raphael und ich switch mit Niki auf RPG. Starmie, wenn Starmie eine Eisattacke hat, dann geht er auf RPG. Dann würde er auf Niki gehen, aber RPG kommt rein. RPG besitzt Eisattacke. Und wenn er eine Wasserattacke machen würde, würde er auf Raphael gehen. Aber Raphael benutzt ein Schutzschild, das heißt, es macht nichts. Außer er hackt. Möchte Dings rausnehmen. Er macht Blizzard. Die Sache ist, ich möchte Linus haben und muss erstmal noch mal komplett durchgehen. Wait. Wieso genau habe ich diesen Move nicht gemacht? Wenn Niki drin ist, Niki macht Rasierer, dann werde ich das auch machen müssen. Wäre ich am gleichen Punkt und Starmie hat, weil es Wasserpokémon ist, natürlich eine Eisattacke. Niki wird vielfach effektiv mit Eisattacken getroffen, deswegen will ich mich wechseln. Und Feuersturm auf Meganie. RPG sollte schnell sein. Und RPG sollte sowieso überleben einmal.
Er taucht ab. Das gibt mir genug Zeit, aber die trippt nicht. Energieball macht nichts, weil beide Pokémon gut sind. Gut, du machst eine Donnerwelle auf Meganie. Du gehst raus, sonst bist du tot. Wer kann das tanken? Keiner aus dem Team kann Wasserattacken pur nehmen, außer Linus, Alter. Ich hasse es. Ich hab zwei Bodendinger, Alter. Reflektor ersetzt auf. Gut. Moglerin lebt noch. Das ist eigentlich echt erstaunlich. Egal, Donner auf Starmie. Moglerin fliegt einfach ein und her. Du fliegst jetzt. Die Runde ist gar nichts passiert. Also Bedarf zu Starmie greift zuerst an. Tower geht jetzt auf Linus. Das macht nicht so viel. Das macht sehr viel. Oder trifft. Yes, Alter! Linus, Junge! Heiliger! Hohoho. Jetzt macht er Damage, Digga. Und fliegen. Moglerin kam richtig klatsch rein, Alter. Gut, jetzt kommt wieder RPG. Blurak. Gut, ich wechsle auf Raphael. Und RPG killt jetzt Meganie mit Feuersturm. Du triffst jetzt mal an. Flammwurf macht nichts. Mach doch! Nimm doch gleich Raphael raus, Alter. Hätt doch dein Maul. Raphael ist jetzt useless, wenn er 50% seines Attacks verliert. Ah, okay, gut. Er kann mir nichts tun. Ich greife mit Raphael an. Brauche ich RPG? Ich weiß nicht, ob ich RPG brauche. Oh Gott, nee, ich spiele safe. Ich spiele safe. Ich benutze einen. Hab ich? Doch, ich hab Hyperheiler. Gut. Ich brauche Hyperheiler, Alter. Hilfe. Gut, und jetzt wechseln wir mit RPG raus. Auf Linus. Niki meine ich. Was kann Blurak machen? Wenn wir mal überlegen. Er hat Flammenwurf. Flammenwurf geht auf Raphael. Wer am schlausten eigentlich? Wieso auf RPG? Aber die Sache ist halt... Hat er eine Flugattacke? Du könntest auch beide machen. Ich könnte auch Linus wieder reinholen. Ich hole Linus rein. Ich sacrifice Linus. Und benutze... Greife damit Raphael an. Und töte Glurak. Ich könnte auch mit Linus rein. Jetzt ihn baiten oder mit Niki wieder rein. Oder mit RPG wieder rein. Ich muss ein Pokémon, was einmal tankt. Was Raphaels Attacke tankt. Wird auch mit RPG nicht drin bleiben. Steinhagel. Ja, diese Moves. Erdbeben! Wieso hat du uns Erdbeben? Ich habe mit allem gerechnet, aber mit Erdbeben nicht. Real Talk.
Gut, Raphael muss angreifen. Scheiße, ich bin stupid. Ich hätte Niki reinholen sollen. Oh Gott. Mit Niki hätte ich Schutzschild machen können. Ich bin stupid. Absolut behindert. Ich wechsle auf Sude. Ich habe vergessen, dass Niki Schutzschild hat. Das war gerade richtig los. Das ist Dunkelklaue. Was hat der für ein Moveset, Digga? Das ist gut, Mann. Das ist gut. So halbwegs mindestens. Erdbeben. Kein Wirkung auf Flora, kein Wirkung auf Sude. Raphael sollte das taggen. Wo das Dumisa auf 44 ist. Ja. Hört doch weiter drauf. Und das ist Sudes Turn, um Raphael. Eine Kraftwurzel? Nee, das ist zu viel. Nur komisch. Perfekt. Das Glück ist auf deiner Seite. Ich hab Sude. Sude kann alleine alles carryen. Die ist immer noch überlevelt. Mann, das Glurak hat so viel Potential und dann wird es von dem Dumisel fallen gelassen. Dumisel hat es mehr gedacht als. Mehr gemacht als gedacht, aber Alter. Wäre das ein Elektro-Pokémon gewesen oder so, Alter? Heiliger. Gibt es ein Elektro-Boden-Pokémon? Nur als Frage. Oh shit, der hat sogar ein Eis-Pokémon. Burg ist eher ein Special-Angreifer, also macht das Moveset wenig Sinn mit Dunkelklaue und auch Steinhagel in der Hinsicht. Ja, aber du kannst auf Glurak beides spielen. Kommt auf ein Wesen an. Also literally, oder auf die Faust. Du kannst beides machen. Im Endeffekt, wenn du halt Attack gehst. Aber so random ist Spezial besser. Wait, das ist jetzt sein Turn. Du machst Surfer auf beide. Jetzt kommt... Ich muss eine Runde warten mit Raphael. Ich mache mit Raphael Schutzschild. Hol Niki rein. Postetje macht auf Niki Eisattacke. Niki ist tot. Ja, Elektroboden gibt es in Gen 9 Sandfloh oder so. Postetje macht Hagelsturm. Let's go. Niki muss nicht sterben. Donnerblitz hat keine Wirkung. Niki. Wieso hat Dumisel Donnerblitz? Hat doch wirklich eine Elektroattacke, ha. Gut, du machst jetzt Surfer. Du machst Schutzschild. Postetje macht wieder Hagelsturm. Und er hat Blizzard. Let's go. Was ist das für ein Dumisel? Er hat Donnerblitz, hat Blizzard. Er hat... Was hat er noch? Er hat Erdbeben. Gut. Niki hat Raphael Zover gemacht. Raphael macht Schutzschild und jetzt macht Niki Erdbeben. Hypertrank. Das Dumisel ist wirklich krass eigentlich, bin ich ehrlich. Dass Dumisel der Boss hier ist, war mir instant klar. I mean, das siehst du am Level, das ist der Mail-Pokémon. Aber Alter, ich hätte nicht gedacht, dass es so reinhaut mit den Attacken auch. Hat eine Beere? Niki wird durch Vokabelbeere verletzt, what? Eine Beere, die bei physischen... Nee, bei... bei Attacken an sich. Keine Ahnung. Also die jetzt erst gepokt wurde und nicht von Raphael vor mit Surfer. Stellt Erdbeben Kontakt her? I don't know. Ich bin safe. Ich hätte Raphael heilen sollen eigentlich. Also es kommt aus dem Maul. Doch nicht. Er hat hier.
bring Klaue und kill das Fostertier. Blizzard überlebt Raphael. Und Donnerblitz kann er nicht. Erdbeben überlebt Raphael easy. Target. Wait. Können wir kurz drüber reden, dass Frostet hier Hagel aufgesetzt hat, damit du miese Donner Blizzard spammen kann? Nur so als Gedanke. Er wird ab! Nein! Wieso nicht? Wieso nicht? Hilfst du alles? Das ist so miese, Alter! Das ist so miese! Niki, du Ficker, wieso triffst du das nicht? Wieso? Alter! Ich will ganz an das Pokémon, ich war mit Apogee killen. Ruckzuck, auf du miese. Mensch, wisst's, Game Over. Das Sude macht Regentanz. Niki hätte das Ding killen können, aber Niki macht einfach nicht. Niki trippt einfach nicht und es muss. Ich kill das Ding mit Sude jetzt, Alter, I don't care. RPG ist useless, weil ich da Dings gemacht habe, egal. Hier. By the way, Dumise kann gewinnen. Dumise kann gewinnen. Dumise hat Donnerblitz. Das hat er verdient. Das hat er wirklich verdient. Aber auch irgendwie nicht. Dieses Dumise, Alter. Digga, nicht sein Ernst. Nur Sude hat überlebt und das auch nur so. Dein Können hat mich schwer beeindruckt. Mit deinem starken Willen wirst du alle Widrigkeiten deines Lebens mühelos überwinden. Hier, nimm diesen Orden. Der hat den kreativen Namen. Eisorden. Niki RPG wollte von jedem, den ganzen LP, von jedem einzelnen Stream Highlight machen. Highlights rausschneiden. Aber... ja, bis jetzt gerade muss das erste, egal. So. Das muss, das merke ich mir. Aber, alter Junge, der Keck, Alter. Oh mein Gott, ein Anruf. Ich hab schon geredet. Ich wusste, dass ein Anruf kommt. Hey Eddie, wie stehen die Dinge? Hör mal, im Radio scheint gerade irgendetwas Merkwürdiges zu passieren. Ich höre mal bloß Team Rocket, Team Rocket. Aber da dachte ich mal, ich rufe dich an. Eddie, weißt du, was da los ist? Team Rocket feiert doch nicht etwa gerade etwa ein Comeback. Nein, das wäre zu abwegig. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beunruhigen, pass auf dich auf. Das Ende, darüber müssen wir nicht sprechen, aber dieses Dumise, wie das literally Raphael und Niki rausnimmt, weil Niki nicht trifft. Dennoch hätte das Dumise gekrittet, das meine ich damit, dass es die Chance hat, noch zu gewinnen. Es hätte doch bis kritten müssen, ich wäre tot gewesen. Weil ich mit Sude literally RPG gekillt habe. Weil ich einfach keinen Fick mehr gegeben habe. Ich hätte ihn zum Nassschwalb machen können. Cool. Jetzt fliege ich erst mit meinem Lieblingsflug-Pokémon, Vogelbaum, nach Lucazia City wieder. Ich bin da jetzt schon heute dreimal hingeflogen, Alter. Ach ja, ich denke dran mittlerweile. Orden. Na
aktualisieren. Hier, 7. Boom. Quality, Quality. Achso, dass mal Pongo reinkommt. Er hat was so im Radio geredet. Ah, da ist ein Enter, ey. Fliesch, Vogelbaum, fliesch. Hallo, was ist das? Mit Freude, wir können Freude, die Früchte von 3 Jahren harter Arbeit. Die Mockel ist zurückgekehrt. Giovanni, kannst du uns hören? Wir haben es endlich geschafft. Mag Abo stecken, ob er uns hört. Hallo, hört man uns? Wir sind Team Arschloch. Du bist ein FBI-Agent. Was? Ich würde mal mit dem mal reden. Was sagt er? Ich glaube, ich sehe nicht recht. Was hat dein Kind hier verloren? Los, zieh dich gefälligst, halt der Maul. Wurde es? Gab es hier nicht irgendwie? Nee. Es gab doch mal einen Teil von den Dingen. Ich finde schön, dass die Musik wieder normal ist. Ja, die übernehmen die Stadt, Alter. Ey, wir haben keine Lust darauf, uns mit euch nicht zutzen, aus der Arena herumzuschlagen zu müssen. Also lassen wir es gar erst weit kommen. Ihr habt schon brav in eure Arena. Also ihr werdet es durch. Wir, die Trainer aus der Arena, werden nicht zulassen, dass die Mocke in dieser Stadt Unruhe treibt. Hi. Oh, du bist neu. Ich habe einen Kumpel darum gebeten, mir eine neue Uniform zu holen, weil wir hier keine mehr vorrecht hatten. Aber da lässt sich ganz schön Zeit. Dabei ist es so ein Fotoladen, du kannst die Passage gar nicht weit. LOL, ich wusste gar nicht, dass sie dir Tipps geben, für das, was man machen muss. Das ist cool. Was bildest du da eigentlich ein? Siehst du etwa nicht diese coole schwarze Uniform, die ich trage? Willst du mir erzählen, du hättest keine Angst vor Team Rocket? Alter, ich wusste gar nicht, dass die literally ein Tipps geben. Hi. Ja, großartig, schon wieder ein neuer Rekrut. Im Radiosenden rennen die Anwärter uns da die Türen ein, dass uns die Uniform ausgegangen sind. Angeblich soll es dem Fotostudio irgendwelchen geben. Die reißt uns unter Nagel. Hey, warum du hier bist, kannst gleich Schmiere stehen. Die Uniform steht dir gut, Alter. Let's go. Davon mache ich Foto. Ich muss das so ansprechen. Ah, ne, geht ja nicht. Der Typ ist nicht da. Fuck. Hier ist nichts, okay. Hört ihr dich immer so rumlaufen? Also, Tree wird immer so rumlaufen. Wait, ich fliege jetzt woanders hin. I don't care. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Halt dein Maul. Ja, jetzt sind die Typen da. Jetzt kann ich nicht mehr abhauen. Ja, und du schiebst dich zurück. Ja. Mann, ich wollte davor ein Foto machen. Das war literally mein Ziel. Das ist unfair. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Hi, verkauft ihr an mir? Willkommen im Kaufhaus. Mann, die Stadt unter Betrieb, aber... Hier alles normal. Solange du mich nicht beim Einkaufen stößt, ist mir egal, dass du Team Rocket oder Team Pocket gehörst, Alter. Wenn du es kuscht, lass mich in Frieden. Lol. Was treibt jemand von Team Rocket wohl in dieses Kaufhaus? Ich würde mich sehr wundern, wenn du hier irgendwo Aufrichtigkeit in der Aussage finden würdest. Das ist funny. Was ist, wenn ich damit zum Fahrradladen gehe? Ach, das haben die auch zugestellt. In die Spielhalle! Hi. Du kriegst dich auch nicht. Wait, das ist... Denen ist es komplett egal. Der zieht jeden ab. Das Haus ist wenigstens nicht dicht. Hi. Ist ein Trainer, ich hab nur mal für dich. Und sende uns die Telefonnummer nämlich an. Hat Bills Nummer, cool. Let's go. Oh, hallo Ellie. Die erkennt mich einfach. Lol. Ach, er gibt mir ein Evoli, let's go.
Ja, Bill ist der Einzige, der hier wirklich durch die Fassade durchschaut. Das ist auch sicher dicht hier. Ja. Ach man, egal. So, also drei Lösungen. So, sie werden, kehrst völlig auf deinen Posten zurück. Du bist doch ziemlich jung. Bist du neu dabei oder was? Ja, ich bin Crank. Wie gesagt, hab ich heute leider keine Besucher ins Grill lassen, alter Maul. Hi. Rivalenkampf. Achtung. RPG kommt nach vorne. Ich speicher. Jetzt geht's richtig ab, Alter. Wer bist du denn da? Gut. Oh, eine unkontinuierliche Woche. Die steht ja ausgezeichnet. In Ordnung, du kannst durch. Hey da, die Wocket! Die Leute haben es satt, dass ihr Waschloppen über euren Scharren auftaucht und ihnen den Tag vermiest. Moment mal, du bist doch Ellie. Was machst du denn hier? Das fehlt mir gerade noch, dass du jetzt auch auf stark machst, indem du diese komische Kluft herumläufst. Das ist doch lächerlich. Los, zieh das aus. Fuck! Adolfus, meine Tarnung. Was? Betrug? Betrug, es ist dumm, dein Luenskal. Du bist gar kein neuer Rekrut, warte. Was gibt jetzt hinter die Löffel? Willst du nicht gegen Adolfus kämpfen, der literally gerade dich genommen hat und in die Wand gehauen hat? Donner. Gegen Sonnenverbrunstig Raphael. Dusch. Das sieht immer brutal aus, muss ich sagen. Aber allein ist es brutal. Ah, scheiße, leider ist es brutal tot. Das macht ja gar nichts, what the fuck. Volbeat. Irgendwie braucht mein ganzes Team Schutzschild. Keine Ahnung. Limonade? Ja, reicht. Limonade auf Linus und Raphael macht einfach's. Ich könnte Blizzard machen. Hätte gar nicht heilen müssen, egal. Ist egal. Ist besser so für den anderen Kampf. Wolf. Raphael nimmt das. Blitzkolle nimmt Dings auch. Es muss bloß noch Dings treffen. Dings ist auch ein schöner Name. Wait. Ich gebe ihnen jetzt literally eine Sinnebeere. Los, fliegendes UFO. Friss eine Beere? Was? Komm, du triffst jetzt Raphael. Yes. Besser einer als keine, ist so. Vitamine, Alter, Vitamin. Ich hab ihn nicht getroffen. Ich hasse dich. Das macht halt immer weniger. Weil der Spezialangriff jetzt auf minus 6 ist, Alter. Heiliger. Nee, nicht Übertrank. Limonade, Supertrank einsetzen. Boah, für so einen Kampf so lange, aber I don't care. Komm, Blizzard, jetzt triffst du mal an. Fick dich. Das macht gar kein Damage mehr, Alter. Ach, Raphael trifft doch, Mann. Er hätte einmal treffen müssen. Das kann er aber nicht. Du Pick, Mann. Ich hab ein AP nur aufgezahlt. Ich hab mehr von dir erwartet, Raphael. Du bist stark. Du könntest unsere Pläne eiteln. Du musst die anderen warnen.
Ach so, du hast für klein, um dich einzuschleichen. Nein, typische Schwächlingstaktik. Na gut, jetzt gibt's auch das Maul, Alter. Ah ne, fuck. Der ist ja gar nicht. Ich bin stupid. Ich verwechsel das immer. Der Rivalenkampf ist unten in der Dings. Ach, fuck off. Ich hasse es. Stupid. Jetzt geht's aufs Maul, Mann. So. Die Rocket-Kämpfe sind langweilig. Doch nicht. Ich lüge. Ja, einfach Mord. Verbrenn in der Hölle, fettes Ding. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass es killt. Bin ich ehrlich. Aber ich bin überrascht. Psychokinese. Abidjignas ist groß. Busch. Das ist so absolut brutal, Alter. Kleines heilt sich noch. Magnetbombe auf Kroink und du machst Totzugrieb. Hoffentlich reicht das überhaupt. Ich hätte kopflos machen sollen. Guck mal, sollte schon ab 18 sein. Imagine! Gut, nächster Kampf. Was hat er für ein Team? Wo kommt er denn her? Wer bezahlt dich? Was ist dein Auftrag? Du darfst in 9 Tagen endlich Pokémon spielen. Oh mein Gott. Endlich. Das brutalste Kindergame. Pokémon. Ich hatte natürlich vorher schon auf dem Dicktree, Alter. Wo das killt. Ich mache diesen Kampf schnell, weil es wirklich einfach lächerlich ist. Oma Kago, Alter. Hinoso. Ich hau wirklich auch bloß die stärksten Attacken raus. So, dann geht daneben. Gut, macht ein bisschen was. Er hat noch einen Flummel. Feuersturmauto. RPG, Alter. Makago auch tot, Crit. What the fuck? Gut, der Kampf ist durch. Die beiden haben keinen AP mehr. Da kommen halt die anderen zwei in die Boys. Lol. In 9 Tagen habe ich Geburtstag. Cool, danke, Niki. Erdbeben. Schutzschild. Heilwirkung auf Ladybar. Ach ja, war ja was. Ich habe halt wirklich nicht dran gedacht. Also, ich wusste, dass ich am Donnerstag war das ja. Am Donnerstag Geburtstag habe, aber also nächste Woche. Aber ich habe nicht dran gedacht, dass es 9 Tage sind. Hinschnitt, ja, macht doch nichts. Da Hariyama bekommt das Maul. Das Erdbeben. Wait, habe ich nicht was Besseres? Nein. Hier, Erdbeben. Und Lizard. Raphael darf. Los geht's, hier, Raphael. Let's go. Crit, Alter, Crit. Er wählt die Attacke ab. Du Keck. Dafür ist der Niki da. Erdbeben. Ich wollte gerade sagen Tornado, aber das macht gar keinen Sinn. Aber er wird weggekrittet, Alter. Wow. Jammer auch. Digga, was hat Niki genommen? Niki hat literally gerade fast Raphael gekillt. Rache. Super. Digga, also... Das sind zwar meine Pokémon, ich glaube, Niki und Raphael, die hassen und lieben sich gleichzeitig. Bin ich ehrlich. Die hauen sich wirklich jedes Mal auf die Fresse. Hi.
Diese raffgierige Bande, so ein Keckhaufen, Alter, diese Ficker. Was hast du da, das heute Wasser baute? Zu Hilfe natürlich! Hilfe, Hilfe, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir. Ich brauche mehr Team, Alter, ich muss... Cool. Hi. Das ist alles gemetzelt, Junge. Und so ein Forscher, Alter. Wieso hat der Forscher so gute Pokémon, Mann? Da ist Octiokti. He's back. Aber er wird jetzt rasiert von Zerficker. Ach, ich meine natürlich, Niki wird rasiert. Octiokti. Los, Linus! Ah, nee, fuck. Erst kommt Niki. Ja, Toxicroak ist ja nicht das Ziel gerade. Das ist Octiokti. Octiokti ist tot, lol. Aber Toxicroak bekommt nicht von Niki aufs Maul. Leider. Oh, nee, doch. Tschüss, Alter, Linus, rast doch nicht so aus, Mann. Der ist Level 33, Digga. Mit Donner ist Linus einfach so richtig krank, Alter. Hilfe. Garnier, Alter. RPG. Eisattacke von Austausch auf Dings. Von Austausch auf RPG. Ich wusste es. Ich wusste es, Alter. Ich kenne das Game manchmal. Mann, nein, das wieso triffst du mich nicht? Ja, well, jetzt kann ich mit Dings nicht weiterarbeiten, mit RPG. Da kommt eine Wasserattacke auf Dings. Auf RPG, das heißt, ich hole Mogeln rein. Außer es muss halt sterben. Mann, Linus, du bist krank. Geht gut. Lebensschuss hätte ich nicht erwartet, bin ich ehrlich. Och man! Bitte einfach so, ja, nochmal. Blättertanz, Alter. Linus? Okay, ich glaube, dann wird das Ding einfach tot haben. Außer es ist tot. Wenn Linus trifft, Digga, dann ist Mord. Mogdirin ist Level 32, Alter, Hilfe. Jetzt kommt RPG rein. Und jetzt kommt, Sude rein. Sude muss einfach tanken. Er hat sogar ein gutes Team. Also so halbwegs. Und der Tanz auf APG. APG macht das. Er wurde wieder gekrittet. Du hast Feuersturm. Du machst Drachentanz. Du machst Boom. Und das Ding ist down. Ich muss heilen. Ich muss richtig fett heilen. Aber keiner ist gestorben. Oder... Ach, ich glaube... Ich glaube, ich mache es. Ich tue es. Wieso laufe ich gegen die Wand? Weil ich dead bin. Inside. Egal, Leute, damit würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich vorstellen, wir sehen uns irgendwann wieder.
Tschüss. Nächstes Mal stürmen wir den fetten Turm. Schmeißen da irgendeinen Typ runter. Hab ich gehört, keine Ahnung. Ja, vorbei.